Wenn man darüber redet, was das Maskottchen von Digimon ist, wird die Antwort halt immer Agumon sein. Es gehört damit zu den absolut beliebtesten Digimon von allen und ist so quasi das Pikachu des Franchises. Allerdings war das tatsächlich nicht von Anfang an der Fall und bevor Agumon zum Maskottchen wurde, hatte Digimon tatsächlich noch ein anderes Maskottchen. Das war zu der Zeit, als das Franchise noch nur aus den Vipets bestand und damals hat man Tyrannomon ziemlich stark in den Vordergrund gerückt. Und auch heute würde ich sagen, dass es immer noch das Maskottchen der Viped-Reihe ist. Und wenn ich schon regelmäßig Digimon auf den Kanal ranke, können wir auch heute einmal das ursprüngliche Maskottchen vom Franchise ranken. Also ranken wir heute einmal alle Formen von Tyrannomon. Anfangen tun wir einmal mit Death Tyrannomon. Und dieses Digimon kam bisher tatsächlich nur in dem One-Shot-Manga Come On Digimon vor. Ich habe das schon mehrfach erwähnt, da gab es ein Digimon namens Deathmon, welcher verschiedene Digimon absorbiert hat, zum Beispiel auch ein Erdramon. Und dabei ist einfach Death Tyrannomon entstanden. Man muss halt einfach sagen, dieses Digimon ist jetzt nicht wirklich irgendwas krass Besonderes, vor allem weil es halt nur für ein Panel vorkam. Aber ich muss sagen, ich finde den Namen extrem geil. Ich fände eigentlich richtig cool, wenn wir nochmal irgendwann ein Death Tyrannomon bekommen würden, weil, wie gesagt, ich finde den Namen cool und auch die Idee dahinter würde eigentlich relativ gut funktionieren. Also von dem, was wir gesehen haben, glaube ich, könnte man ein ziemlich cooles, modernes Design erschaffen. Deswegen packe ich es hier einmal ganz klar ins B-Tier. Doch dann kommen wir doch einmal direkt einmal zum Main-Character der Liste und zwar einmal zum originalen Tyrannomon. Dieses Ding ist einfach für jeden ein riesiger OG. Wie gesagt, es gab es in den originalen V-Pets. Es war quasi das Maskottchen. Aber es kam halt auch oft genug in Digimon Adventure vor. Ich würde behaupten, dass auch das ein Digimon ist, was viele Leute immer noch kennen werden, auch wenn sie nur die originale Digimon-Staffel gesehen haben, einfach weil es so einprägsam war. Prinzipiell könnte man jetzt sagen, hey, das ist doch bloß ein roter Dinosaurier. Ja, es ist ein roter Dinosaurier, das ist mega geil, was ist eigentlich dein Problem jetzt? Ich liebe Dinosaurier, ich fand das Design schon immer cool und deswegen packe ich dieses Digimon eindeutig einmal hoch ins A-Tier. Und tatsächlich hat auch Tyrannomon eine X-Antibody-Form bekommen. Und bei dieser sieht Tyrannomon wirklich einfach aus, naja, wie ein ganz normaler T-Rex. Wie ich gerade sagte, ich feiere Dinosaurier. Aber ich liebe halt auch einfach den Digimon-Stil. Also, das ist ja nicht einfach nur ein Dinosaurier. Der ist halt immer umgewandelt, dass er ins Franchise passt. Ja, das ist einfach ein scheiß T-Rex. X-Antibody-Formen sind in diesen Listen wirklich immer das absolut Schlimmste. Entweder maximal genial oder wirklich absolut beschissen. Und ja, das ist für mich eines der absolut schlechtesten Designs, die ich jemals von einem Digimon gesehen habe. Ich meine, das ist das originale Digimon. Und du machst es realistischer? Das ist ja unglaublich langweilig. Ich pack's einmal ganz runter ins D-Tier. Und um noch einmal das Argument zu unterstützen, dass Tyrannomon halt wirklich so ein richtiges OG-Digimon ist und so auch ein bisschen zu dem Maskottchen zählt, hat es tatsächlich auch eine schwarze Variante, und zwar Dark Tyrannomon. Ich meine, alle Leute lieben die Agumon-Reihe, die dann zu Wargreymon wird, und dann gibt's auch das schwarze Agumon, was zu Black Wargreymon wird. Jetzt haben wir Tyrannomon und Dark Tyrannomon. Ich würde halt schon sagen, dass es ungefähr so äquivalent ist, oder? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Dark Tyrannomon sogar noch mehr mag als Tyrannomon. Ich dachte früher sogar, dass Dark Tyrannomon tatsächlich das Ultra-Level von Tyrannomon ist. Ich meine, seht euch das Ding an, das sieht unglaublich brachial und brutal aus. Ich dachte halt wirklich, dass es die stärkere Form von Tyrannomon ist, aber nein, tatsächlich ist es einfach nur die schwarze Variante vom normalen Tyrannomon und beides sind Champion-Level. Man muss sagen, dass der Edge hier wieder ein bisschen aus mir rauskommt und ja, ich mag es tatsächlich mehr als das normale Tyrannomon. Und deswegen packe ich es auch einmal ganz oben an die Spitze des A-Tiers. Und wisst ihr, was ich glaube? Irgendwer bei Bandai mochte auch Dark Tyrannomon wesentlich mehr als das normale Tyrannomon, denn auch das hat allerdings Antibody-Form bekommen. Aber die ist ja mal so viel geiler als die vom normalen Tyrannomon. Die sieht nicht so ultra realistisch oder sowas aus. Nein, siehst du das? Was man eher so von X-Antibody-Form erwartet. Halt so noch mehr Edge. Und oh mein Gott, hier hat es wirklich extrem gut funktioniert. Ich mochte das brutale und angsteinflößende schon immer an Dark Tyrannomon. Aber hier, das sieht einfach aus wie ein richtig krasser Killer. Dieses grüne Feuer auf seinem Körper, dieses leuchtende X an der Stirn, diese Metallklauen. Es sieht wirklich so aus, als könnte es alles und jeden zerlegen, welcher sich in seinem Blickfeld befindet. Und ich liebe das einfach. Deswegen kommt dieses Ding mal für mich einmal eindeutig hoch ins S-Tier. Aber nach diesem unglaublich krassen Mörder-Design von Tyrannomon haben wir dann doch eher ein, na, ich sag mal, eher niedlicheres Design. Denn Ex-Tyrannomon ist ein Digimon, was ziemlich große Ähnlichkeit mit zum Beispiel Monsta-Emon hat. Das ist tatsächlich eine zum Leben erweckte Tyrannomon-Puppe, welche allerdings auf dem Ultra-Level ist und eigentlich sogar stärker ist als das ganz normale Tyrannomon. Wenn ich irgendwo jemals ein Ex-Tyrannomon-Plüsch sehen würde, bin ich ehrlich mit euch, ich würde das hundertprozentig kaufen. Ich glaube, es wäre ein ziemlich cooles Goodie zu besitzen. Aber als Digimon jetzt einfach mal nur im Allgemeinen, muss ich wirklich sagen, ich finde das jetzt gar nicht mal so der Hammer. Was ich an Tyrannomon halt mag, ne, dieses ganze Dino-artige, das Brutale, das feiere ich generell im Allgemeinen. Das hier ist halt, wie gesagt, eher wie Monsta-Emon, ist halt ein Plüsch, bisschen lustig, ist halt ein Puppen-Digimon. Ist jetzt nicht per se wirklich schlecht, aber auch nichts, wo ich sagen muss, ja,
Das finde ich jetzt richtig genial, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ganz ehrlich, so als echtes Plüsch, ich würde das hundertprozentig kaufen und richtig hart lieben. Aber so als Digimon, bin ich ehrlich mit euch, ich würde es einmal ins CT tun. Als nächstes kommen wir einmal zu einem Digimon, was quasi so eine Fusion aus Tyrannomon und einem anderen existierenden Digimon ist. Die Rede dabei ist von Mame Tyramon, was halt anscheinend ein Mamemon ist, welches die Daten von Tyrannomon in sich trägt. Und dabei ist dieses kleine Dino-ähnliche Kugelding entstanden und ich muss sagen, das ist eines der hässlichsten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ernsthaft, ich finde, das ist ein richtig beschissenes Digimon. Ich mag das ja mal so gar nicht. Mamemon im Allgemeinen ist mir eigentlich so eher ein bisschen egal. Ich meine, es gibt Mamemon, Metall-Mamemon, Big-Mamemon und so weiter und so fort. Okay, existiert irgendwo. Aber das sieht einfach aus wie eine richtig krasse Missgeburt, bin ich mal ehrlich mit euch. Wer kam denn auf die Idee, Mamemon solche Dino-Teile zu geben? So diese Arme, diese Beine, dieses Gesicht. Das ist einfach Nightmare-Fuel. Also ja, für mich eines der absolut beschissensten Designs, die generell irgendwann mal ein Digimon hatte, für mich ganz eindeutig runter ins D-Tier. Das nächste Tyrannomon ist ein Digimon, was sehr wohl einige von euch zwar kennen könnten, aber es gibt bestimmt auch einige, die noch nie davon gehört haben. Die Rede dabei ist nämlich von Master Tyrannomon. Und dieses Digimon kam unter anderem in Digimon World 2003 vor. Und dort habe ich es auch das allererste Mal kennengelernt. Aber tatsächlich dachte ich damals, dass es einfach nur ein Dark Tyrannomon ist, was einfach so als Meister bezeichnet wird, wisst ihr, so als Meister der Umgebung, so Meister seines Gebietes. Ich hätte niemals gedacht, dass es ein eigenständiges Digimon ist und noch viel weniger, dass es echt ein Ultra-Level ist. Wie gesagt, ich wusste, Dark Tyrannomon ist ein Champion und irgendwie sehe ich nicht so ganz, wieso das Ultra-Level ist, aber Dark Tyrannomon nicht. Vor allem, weil ich finde, dass das Ding wesentlich uncooler aussieht als Dark Tyrannomon. Junge, Dark Tyrannomon hat seine richtig coolen Madagen. Das Ding sieht eigentlich nur aus wie ein fettes Tyrannomon. Ja, es ist von Namen übersät, um zu zeigen, wie viele Kämpfe es hinter sich hat. Aber ich muss sagen, ich finde das Ganze ziemlich langweilig, vor allem, weil ich halt immer noch finde, dass es viel zu stark wie Dark Tyrannomon aussieht. Also ich muss sagen, ich finde das Design nicht wirklich beeindruckend. Für mich kommt es einmal auch nur ins C-Tier. Man sagt nebenbei, dass Master Tyrannomon im Allgemeinen einfach nur ein Tyrannomon ist, welches viele Kämpfe hinter sich hat. Also es wird nie wirklich gesagt, dass es hier ein Dark Tyrannomon ist. Ich würde allerdings trotzdem immer noch sagen, dass es für mich ein bisschen so wirkt, als sollte es so die Ultra-Digitation von Dark Tyrannomon sein. Allerdings gibt es noch ein anderes Digimon, was für mich eindeutig die einzig wahre Ultra-Digitation von Tyrannomon ist. Dabei meine ich natürlich Metall-Tyrannomon. Und dieses Digimon ist wirklich absolut genial. Dieses Digimon zeigt auch nochmal sehr gut die Gemeinsamkeiten, die die Tyrannomon-Linie mit der Greymon-Linie hat. Vergesst nicht, auf dem originalen Biped konnte Agumon ja auch zu Tyrannomon werden. Und im Anime wurde halt Agumon zu Greymon, Metall-Greymon, dann zu War-Greymon. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eine andere Digitationslinie von Agumon, hätten wir einmal Tyrannomon, welches naja eindeutig ein Äquivalent zu Greymon ist, und auch einmal Metall-Tyrannomon, welches eindeutig ein Äquivalent zu Metall-Greymon ist. Also wirklich, ich finde das Design ist der absolute Hammer. Und ich merke ja generell schon Tyrannomon, aber dieses ganze Metallische, dieses Raue, macht es für mich einfach nochmal besser. Ist auch tatsächlich ein Digimon, was ich sehr gerne versuche zu bekommen, wenn ich halt irgendwelche Digimon-Spiele spiele, weil ich einfach so ein großer Fan von dem Design bin. Und auch das Digimon mag ich tatsächlich mehr als das normale Tyrannomon und deswegen kommt es für mich auch einmal hoch ins A-Tier. Und tatsächlich hat auch Metall-Tyrannomon eine X-Antibody-Form bekommen. An dem Punkt muss ich mich aber echt fragen, warum hat eigentlich Master Tyrannomon keine X-Antibody-Form? Das würde doch auch eigentlich relativ gut passen, oder nicht? Und eine X-Antibody-Form könnte Master Tyrannomon auch wirklich helfen, weil, oh mein Gott, die X-Antibody-Form der Tyrannomon-Linie sind ja der absolute Hammer. Oder die machen am Ende sowas wie Tyrannomon-X, weil dann können sie es auch ruhig lassen. Ich sage schon die ganze Zeit, ich liebe dieses absolut raue, dieses brutale bei der Reihe. Und Metall-Tyrannomon-X sieht ja absolut aus wie ein riesiger Killer-Roboter-Dinosaurier. Wenn mir irgendjemand sagt, dass diese Beschreibung nicht cool klingt, dann muss ich wirklich sagen, ihr habt echt keinen Geschmack. Ich sag's mal wieder, manchmal funktioniert der ganze Edge in die Zacken bei den X-Antibody-Formen und manchmal einfach nicht. Aber hier war es wirklich absolut perfekt getroffen. Und deswegen kommt Metall-Tyrannomon X für mich auch eindeutig einmal ganz hoch ins S-Tier. Und ganz zum Schluss haben wir tatsächlich einmal meine absolut liebste Tyrannomon-Form von allen. Das einzige Mega-Level aus der Tyrannomon-Linie, was für mich auch bedeutet, dass wahrscheinlich das richtige Mega-Level von Tyrannomon wäre, weil es wird auch ziemlich gut zu Metall-Tyrannomon passen. Und zwar ist die Rede von Rust-Tyrannomon. Dieses Digimon habe ich das allererste Mal gesehen, als ich Digimon Story Cyber Sleuth gespielt habe. Und ich war sofort verliebt in das Design. Dieses Digimon hat so viele Kämpfe überstanden, dass es seinen Körper immer wieder abändern musste und sich auch gleichzeitig Rost gebildet hat. Das Ding ist quasi eine riesige Zerstörungsmaschine und das ist einfach so unglaublich genial. Ich bin auch sehr froh darüber, dass man hier nicht eine perfekte Parallele zur Greymon-Linie gezogen hat. Weil wir haben zwar Greymon und Tyrannomon, noch Metall-Greymon und Metall-Tyrannomon, aber War-Greymon und Rust-Tyrannomon sind ja wirklich zwei komplett verschiedene Digimon.
Man kann es sich quasi so erklären. Metall-Greymon hat zwar metallische Teile dazu bekommen, aber als er zu War-Greymon wurde, wurde er halt eher kriegerartig, weil die Metallteile genommen hat, um dadurch eine richtige Rüstung zu bilden. Seine Kämpfe haben ihn zwar gestählert, aber sein Körper konnte mit dem Ganzen mithalten. Metall-Tyrannomon ist an sich schon wesentlich metallischer als Metall-Greymon und Rust-Tyrannomon ist ja wirklich eine komplette Maschine. Sein Körper wurde immer mehr und mehr zerstört und musste immer mehr Teile ersetzen und konnte nicht wie Metall-Greymon am Ende zu War-Greymon einem richtigen Krieger werden. Sein Körper hat es einfach nicht standgehalten. Und ich finde es einfach cool, dass man dem originalen Maskottchen von Digimon dann schon was Eigenes gegeben hat. Aus diesem Grund kommt dieses Digimon für mich auch einmal eindeutig ganz hoch an die Spitze des S-Tiers. Und damit hätten wir dann einmal alle existierenden Tyrannomon-Formen gerankt. Und wenn ihr jetzt vielleicht noch sehen wollt, wie ich alle Greymon-Formen ranken würde, dann schaut doch gerne einmal hier vorbei.